Hey Leute, über das Thema Microstock ranken sich viele Gerüchte und einige von diesen möchte ich gerne mal in diesem Video adressieren. Mein Name ist Jörg Stöber und auf diesem Kanal findet ihr Tech-Reviews, Finanztipps und Fototutorials wie dieses hier. Wenn ihr noch nicht wisst, was Microstock ist, dann stoppt hier und klickt entweder auf das Info-Icon oben rechts oder schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr mein Video, was ist Microstock? Das Wichtigste darüber in einem Satz: Bei Microstock geht es um generische Motive, die das Potenzial haben, sich 100 oder gar 1000-fach zu verkaufen. Okay, die Grundlagen sind nun also geklärt. Nun zu den Mythen rund um das Thema. Mythos Nummer 1. Man verschleudert da seine Bilder ja zu Centbeträgen. Okay, was ist an diesem Mythos dran? Viele Agenturen fahren mit zwei Systemen. Auf der einen Seite haben wir direkte Bezahlung je Bild, sei es nun in Kunstwährungen wie Credits oder echtem Geld. Auf der anderen Seite stehen Abo-Modelle, wo der Kunde der Agentur einen monatlichen Festpreis zahlt und im Gegenzug eine bestimmte Menge an Bildern downloaden darf. Bei Abo-Modellen bekommt der Bildanbieter für gewöhnlich je Download einen Festpreis als Vergütung. Die Höhe ist sehr unterschiedlich, aber ja, hier gibt es schon ein paar schwarze Schafe in der Branche. Aber nehmen wir als positives Beispiel mal Fotolia bei Adobe. Fotolia bietet viele Abo-Pakete an. Manche enthalten nur 5 Bilder pro Monat, kosten dann aber 25 Euro pro Monat und manche enthalten tausende Bilder, wo dann jeder Download bei voller Ausnutzung 16 Cent kosten würde. Fotolia agiert nun aber sehr fair. Es wird eine prozentuale Beteiligung am Umsatz je Download zugesichert und diese beläuft sich auf 33%. Darüber hinaus wird aber eine Mindestvergütung abhängig vom Ranking der Agentur garantiert. Wenn also jemand aus dem Massenabo-Segment ein Bild downloadet, das für ihn 30 Cent kostet, bekomme ich zum Beispiel in meinem Ranking trotzdem 36 Cent. Auf der anderen Seite bekomme ich aber auch oft Abos im Wert von mehreren Euros. Beim Kaufmodell bekommt der Anbieter dagegen eine Kommission, die von verschiedenen Parametern beeinflusst wird, wie zum Beispiel dem Ranking in Fotolia, dem Startpreis je Bild und der Größe des Downloads. Der Startpreis kann zwischen 1 und 3 Credits betragen und für Anbieter gilt, ein Credit ist gleich 1 Euro. Je nach Größe des Downloads kann der Preis dann also zwischen 1 und 36 Credits liegen. Die sogenannten erweiterten Lizenzen können sogar bis zu 100 Credits kosten. Da ich nicht exklusiv bei Fotolia bin, liegt meine Spanne zwischen 1 und 24 Credits und bei meinem aktuellen Rang erhalte ich dann je Verkauf 37% Kommission. Dies entspricht nach Adam Riese also einer Vergütung zwischen 37 Cent und 8,88 Euro. Bei den erweiterten Lizenzen, die ich immer zu 100 Credits anbiete, fallen dann je Verkauf 37 Euro ab. Aber zugegebenermaßen verkaufe ich diese nicht so häufig. Zählt man alles zusammen, komme ich bei Fotolia auf einen Return per Download von 1,50 Euro. Wäre ich exklusiv und würde ich einen Startpreis von 3 Credits verlangen, könnte der RPD auch bei 2,50 Euro oder mehr liegen. Über alle Agenturen hinweg liegt mein RPD übrigens bei 1,12 Euro. So, auch wenn der Betrag nun nicht so hoch ist, nach Centbeträgen sieht das Ganze auch nicht aus. Und behaltet immer im Hinterkopf, Microstock bedeutet, dass man massentaugliche Motive produziert. Wenn ihr sehr spezielle und eventuell auch sehr aufwendige Motive habt, die nur selten verkauft werden, dann ist Microsoft bestimmt nicht die richtige Plattform. Mythos Nummer 2. Microstocker zerstören Jobs. Wow, hier werden wir aber in eine ganz böse Ecke gedrängt. Dröseln wir das Ganze mal auf. Ganz früher, also noch vor Zeiten des Internets, wurden Bilder bei Agenturen als DIA-Kataloge gepflegt. Wenn man damals ein Bild brauchte, wurde es wirklich sehr teuer, denn das Angebot war bei weitem nicht so groß wie heute und es ging viel Zeit drauf, ein passendes Bild zu finden. Aus diesem Grund waren die Bildpreise auch sehr hoch, denn irgendwie musste der ganze Aufwand ja finanziert werden. Die Alternative war sicherlich auch öfter, einfach einen Fotografen zu beauftragen und das Material produzieren zu lassen, was man braucht. Der Fotograf richtete sich nach seinem Stundensatz und rechnete den Auftrag dann entsprechend ab. Für ein kleines Produktshooting konnten daher dann auch mehrere hundert bis tausend Euro anfallen. Aus dieser Perspektive ist es auch leicht zu verstehen, warum Mythos Nummer 1 entstanden ist. Fotografen der alten Schule sind es einfach gewohnt, dass ihre Bilder mehrere hundert Euros wert sind. Aber die Realität sieht doch so aus. Während früher eben ein Käufer die Produktion eines Bildes finanzierte, können das heute hunderte oder tausende Käufer sein. Selbst bei den Agenturen damals hat man eben darauf gehofft, ein Bild mehr als einmal zu verkaufen, um dann einen Gewinn zu produzieren. Und ja, ich habe sehr viele Bilder, die mir mehr als 500 Euro einbrachten und ich habe sogar etliche, die mir über 1000 Euro generierten. Aber zurück zu diesem Mythos hier. Meiner Meinung nach sind es nicht die Microstocker, die vielen etablierten Fotografen Probleme bereiten. Es ist die Digitalisierung und die überall Verfügbarkeit von Kameras, die dazu führte. Überlegt doch mal, wie in den letzten 20 Jahren der Kameramarkt explodiert ist. Im Sinne von, wo überall steckt eine Kamera drin und welche Qualität liefert diese ab? Es ist unglaublich günstig geworden, eine qualitativ gute Kamera zu bekommen. Gleichzeitig nutzen viele Menschen diese Möglichkeiten und bauen sich ein Hobby auf. Durch das Internet ist es unglaublich einfach geworden, sich und seine Arbeit zu präsentieren. Wie hätte man denn früher andere auf die eigene Arbeit aufmerksam machen können? Durch Galerien und Publikationen.
Heute hat man Facebook, Instagram und spezialisierte Fotoplattformen. Das Bildangebot, das einem präsentiert wird, ist immens und MicroStock ist nur ein Weg, diese Bildermassen zu monetarisieren. Dem Wandel, der durch Digitalisierung einsetzte, muss man durch Anpassung begegnen. Aber Fotografen, die MicroStockern die Schuld geben, dass sie deren Arbeitsplätze berauben, haben diesen Wandel verschlafen. Aber bestimmte Bereiche der professionellen Fotografie sind durch MicroStock nicht ersetzbar. Denk doch mal an eine Hochzeit, die kann kein MicroStock ersetzen. Mythos Nummer 3. Auf MicroStock-Plattformen sind nur Amateure. Dieser Mythos hat ein wenig Wahrheit in sich. MicroStock hat sicherlich so angefangen, dass ambitionierte Amateure sich auf diese Weise ein Zusatzeinkommen verdienen wollten. Aber im Laufe der Jahre hat sich die Branche weiterentwickelt. Auf der einen Seite sind die einzigen Amateure professioneller geworden. Einige arbeiten international und haben mehrere Produktionszentren aufgebaut. Auf der anderen Seite haben natürlich auch professionelle Fotografen das Potenzial erkannt und sich darauf eingestellt. Profis kennen die Anforderungen von Kunden und erkennen allgemein wiederkehrende Motive, die man durch Stock gut bedienen kann. Der Marktplatz füllt sich also mit immer besser agierenden Anbietern. Dennoch ist noch genug Raum vorhanden, der durch ambitionierte Amateure oder Profis gefüllt werden kann. Mythos Nummer 4. Mit MicroStock zerstöre ich meinen guten Ruf. Manche Profis scheuen sich davor, auf MicroStock-Plattformen anzubieten. Sie haben Angst, dass deren Kunden dies erfahren und deshalb nicht mehr reguläre Dienste zu einem regulären Preis anfordern würden. Nach dem Motto, sie bieten doch auf diesen Plattformen für wenig Geld an, warum sollte ich denn dafür bezahlen? Wie in Mythos Nummer 2 lautet hier die Antwort, individuelle Leistungen müssen individuell bezahlt werden. Es gibt einen Grund, warum Kunden sich eben nicht immer bei den Stock-Plattformen bedienen können. Die Motive sind zu generisch, zu allgemein, zu stockig. Des Weiteren wollen viele Kunden sicher gehen, dass andere Firmen nicht mit den gleichen Motiven werben. Und schließlich geht es manchmal um Motive, die speziell auf den Kunden zugeschnitten sind, unmöglich sie anderweitig zu monetarisieren. Auf der anderen Seite beschäftigt man sich ja mit Stock, wenn gerade keine Kundenaufträge vorhanden sind. Man kann Erfahrungen sammeln und Motive generieren, die man sonst nicht machen würde. Und natürlich tauchen auch diese Werke hin und wieder in prominenten Verwendungen wieder auf. Verwendungen, mit denen man werben kann. Es gibt also viele Gründe, warum man ein paar Gerüchte und Mythen hinterfragen sollte. Die Digitalisierung wird sich nicht wieder umkehren. Und diesen Gegebenheiten muss man sich anpassen und deren Chancen erkennen. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und wenn ihr neu hier seid, dann abonniert auch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye!